Im Rahmen der Caridio Reportagereihe Synergy Between You and I waren wir zu Gast bei Trigema in Burladingen. Mit Synergy zeigen wir, in welcher Wechselwirkung sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer voranbringen. Jetzt im Interview Wolfgang Grupp. Weshalb können Sie jungen Menschen eine Ausbildung bei Ihnen hier im Haus empfehlen? Gut, das ist natürlich selbstverständlich, dass ich das gerne empfehle, weil wir junge Menschen brauchen und weil wir den Nachwuchs brauchen und diesen auch gerne ausbilden, weil wir unsere Arbeitsplätze auch in Zukunft besetzen wollen. Allerdings muss der junge Mensch auch bereit sein oder eine Veranlagung haben, in unserer Branche arbeiten zu wollen. Wenn er mehr technisch und ingenieurmäßig veranlagt ist, dann ist natürlich unsere Branche vielleicht nicht ganz die richtige. Aber wenn eine junge Dame gerne mit Textil umgeht, dann ist sie bei uns herzlich willkommen. Welche Wertigkeit sehen Sie in Textilien Made in Germany? Made in Germany heißt ja, dass praktisch damit eine Qualität angesagt ist und dass eine Zuverlässigkeit da ist. Das heißt, ein Vertrauen in das Produkt gegeben ist. Und das dürfen wir nicht untergraben, indem wir Made in Germany immer weniger tatsächlich Made in Germany haben, nur noch einen kleinen Teil. Wir brauchen die Fertigung in unserem Land, in Deutschland, sodass wir auch Made in Germany garantieren können, weil ein Vertrauen des Verbrauchers mit verbunden ist. Was werden wir in den nächsten Jahren von Trigema erwarten? Von mir müssen Sie das erwarten, was ich im Prinzip auch von den anderen erwarte, denn ich muss entsprechend das Vorbild für meine Mitarbeiter sein und dann muss ich das, was ich am Standort Deutschland von anderen Unternehmen verlange, auch vormachen. Das heißt, ich garantiere die Arbeitsplätze, ich stehe zu meinen Mitarbeitern und das Wichtigste ist, dass ich als Verantwortlicher für die Firma Trigema und Inhaber auch rechtzeitig den Wandel der Zeit erkenne. Das, was heute richtig ist, muss vielleicht schon morgen geändert werden, damit die Zukunft bewältigt werden kann. Das ist meine Aufgabe, Erkennen des Wandels. Das ist die Aufgabe von mir als Unternehmerführer und das hoffe ich, dass mir das auch konstant gelingen wird. Dankeschön. Nun im Interview Rebecca Domen. Was spricht dafür, sich hier für einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz zu bewerben? Also es ist eine vielfältige Ausbildung, es macht viel Spaß und ist einfach locker hier und du hast nette Kollegen. Weshalb haben Sie sich für die Ausbildung hier im Haus entschieden? Weil es vielfältig ist und ich was Handwerkliches machen wollte. Ja, und Trigema auch einfach einen guten Ruf hat. Wie fanden Sie den Weg zu Trigema? Übers Internet und habe mich ein bisschen umgeschaut und es gibt ja nicht mehr so viele Firmen, die auch die Ausbildung anbieten und ja, dann bin ich hier gelandet. Dankeschön. Wie das Prinzip von ineinandergreifenden Zahnrädern funktioniert, so läuft in vorbildlichen Arbeitsverhältnissen der Austausch zwischen Chefs und Angestellten. Caridio Image und Eventfilmproduktion.